So, ja, das war's. Unser erstes Wochenende hier in Oschersleben für das Gitti Masters Saison. Und natürlich bin ich super stolz auf die ganze Mannschaft. Wer hat es gedacht, wirklich? Ich meine, Platz 2 gestern und dann Platz 4 heute mit dem 20 Kilo Effortgewicht. Es war auf jeden Fall nicht einfach, aber die ganze Team hat sich zusammengearbeitet und ja, wir sind jetzt Zweite in die Meisterschaft nach Most, eine Strecke, die wir eigentlich schon kennt und ja, wir werden wieder versuchen, vorne mitzufahren. Ich bin einfach stolz und wieder ganz großen Dank an die ganze Team. Muss halt weiter so machen für die Saison. So, erstes geht im Masters Wochenende für HCB Rutronic Racing und mich und Kelvin van der Linde. War natürlich mega gestern mit dem zweiten Platz und dem ersten Podium fürs Team, direkt gleich beim ersten Rennen. Heute nochmal Platz 4 rausgefahren, lange ums Podium gekämpft. Dabei ist Platz 4 rausgekommen, aber sicherlich top Wochenende. Wir sind auf Platz 2 in der Meisterschaft und ja, so soll es weitergehen. Das Team hat einen mega Job gemacht und ich freue mich auch auf Most. So, mein erstes Wochenende in der ADAC GT Masters ist vorbei. Es gab wie erwartet einige schwierige Situationen, aber es gibt auch einige positive Dinge mitzunehmen. Und ich bin hoch motiviert für Most und werde mein Bestes geben, um dort besser zu sein. Und ich möchte auch sagen, dass die Zusammenarbeit mit Rutronic und auch mit meinem Teamkollegen Dennis sehr gut funktioniert. Die Harmonie im Team stimmt sehr gut und ich freue mich natürlich auch für das zweite Auto, ja, dass es so gut gelaufen ist am Wochenende. Ja, genau, das erste Rennwochenende ADAC GT Masters ist vorbei. Lief leider nicht ganz so perfekt bei uns, allerdings hat das Team wirklich einen mega Job gemacht. Also erstmal Glückwunsch an das andere Auto für Platz 2 und Platz 4 in beiden Rennen. Ich denke mal, da kann man das Team wirklich mega stolz drauf sein und war eine Gesamtteamleistung. Ja, Kere und ich haben es leider nicht ganz so leicht getan, aber ich denke mal, wir haben eine Menge gelernt und können auf jeden Fall ja, in Most nochmal neu angreifen.